Sollen wir schon mal ein bisschen durch die Stadt? Vielleicht bekommen wir irgendwo eine TM oder eine VM. Suchst du mit deinem Pokémon nach Abenteuern? Was wäre ein Abenteuer oder eine Schatzsuche? Habe ich recht oder habe ich recht? Von mir aus? Nein. Gut, du schickst den wahren Abenteuergeist in dir. Das mag ich. Nimm das mit. Oh, Detektor. Ah, okay. Manchmal liegen Items herum, die man leicht übersieht. Setze den Detektor ein, um Items aufzuspüren, die sich in der Nähe befinden. Den exakten Fundort musst du aber selbst herausfinden. Ich hörte auch, dass in der Turmruine von Teak City Items zu finden wären. Ich finde das komisch. Ich habe ja, wie gesagt, die Real-Version hier, ne? Deswegen macht ja das Fahrrad diese Geräusche, ne? Die Rad-Version, ja. Genau. Deswegen müssten wir theoretisch mit diesem Pokémon, müssten wir eigentlich schon das Yamba-Spar-Abo haben, mit dem wir uns diesen Nacktscanner da holen. Weißt du, deswegen finde ich es komisch, dass wir jetzt hier einen Detektor bekommen. Theoretisch haben wir eigentlich schon einen Pokémon, aber okay, gut. Wenn er meint. Schlosch, gerne. Aber der Nacktscanner ist nur für Handys, nicht für Pokédexe. Ja, aber ein Pokémon ist ja quasi ein Handy. Weißt du? Aber kein Smartphone. Ja, Apple. Weißt du, wie das neue Apple-Produkt heißt? Welches? Apple TV oder was? Nee, iTV? Eimer. So, Tanztheater von Teak City haben wir hier übrigens. Synchronisier mal. Was kannst du mit dem Eimer machen? Okay, was? Ein Opa? Ja. Na Junge, hast du gelernt zu... Mach weiter. Tanzen wie die... Was? Kimono Girls, Mann. Irgendwas. Ich habe gehört, dass dir ein... weiter. Eigenartiger Mann etwas nettes. Einzigartig. Eigenartig ist so gut. Wird, wenn du zu ihrem Tanz, das ist mir zu schnell, ihrem Tanztheater gehst, so. Mal langsam, mal schnell. Gut. Alter Lustmold hier, der neben dem Tanztheater da. Teak City, eine historische Stadt, wo in der Vergangenheit und Gegenwart aufeinandertreffen. Den man hier an diesem Typen eindeutig sieht. Und ein paar Sprachprobleme hat er anscheinend auch. Nimmst du eigentlich noch auf? Ja klar, logisch. Soll die auch nochmal verwendet werden? Ja klar. Was glaubst du denn, ey? Es kursiert übrigens... Eine Fehlermeldung, oder? Wie bitte? Da unten ist eine Fehlermeldung, oder? Nee, das ist... Okay. Das ist, ne? Das ist cool, alles cool. Gut, es existiert übrigens ein Gerücht über einen Leuchtturm in Oliviana City, ne? Hm? Und da ist ein Pokémon, das als Leuchtfeuer dient, ne? Und das wurde krank. Okay. Also es sieht ein bisschen so aus, als wären die in Schwierigkeiten. Ach so. Was sagst du eigentlich hier? es kursiert ein Gerücht über den Leuchtturm. Hab ich doch gerade schon gesagt, Mensch, Kerle. Aber das Wort genau, hey. So. Ja, die Worte waren ein bisschen anders gestellt, aber trotzdem ist es nichts an der Sachlage. Dies geschah, als ich jung war. Ein bisschen wie Charlie Wagner. Der Himmel färbte sich schwarz. Das ist ein riesiges fliegendes Pokémon, verdunkelte die Sonne. Was? Ich frage mich, also wirklich, was das für ein Pokémon war? Es war wie ein Vogel und wie ein Drache. Oh. Boah, das war doch gerade ziemlich erotisierend, oder? Ob das wohl Taubsi war? Mach du mal den Kerle hier. Warte, ob es wirklich ein so großes Pokémon gibt? Wenn ja, so muss es unfassbar mächtig sein. Oh, aber hallo. Das war alles? Wäre nicht so. Weißt du, was merkwürdig ist? Was ist merkwürdig? Du gehst als Junge durch die ganze Welt und allerhand Leute wollen dich töten, die dir Pokémon abziehen und schenken dir Sachen. Ja? Ist das nicht ein bisschen merkwürdig? Ich meine, hier wird dann noch Nächstenliebe geschätzt. Das wäre ja so, als ob du bei nicht nach Australien fährst, dann kommt so ein Typ zu dir, ey, magst du spielen? Hier hast du eine PlayStation 3, du musst dich nur an den Fernseher anschließen. Dann gehst du zu einem anderen und von dem bekommst du einen Fernseher, ne? Ja klar, und hier noch die nötigen Kabel und ach, du hast keine Spiele, hier nimm meine. Nimm alles. Ja, hier, ich meine, Detektor, alles, egal. Hier ist halt echt noch die Welt in Ordnung, weißt du? Ja. Zwei Türme, ein Becher. Aber als einer Niederbrannte flogen beide Pokémon fort und kamen nie wieder zurück. So. Two Girls. Nein, der Zinnturm, ne? Ne? Zinnturm jetzt. Ist als Brutstätte für fliegende Pokémon gedacht. So, oh, guck mal, hier haben wir. Kommst du nicht rein? Kennst du diesen Song hier von der einen Gruppe? Von der einen Gruppe? Heißt die auch so? Ich weiß gar nicht, wie die heißt hier. Dieses Miss You Less, See You More. Kennst du das?
Da sind sie auch so als Mönche gedressed irgendwie. Finde ich, das ist ein cooler Song. Miss you less, see you more. So ein bisschen der Tanz dazu irgendwie. Was hast du zu sagen? Wenn du nicht im Besitz des Ordens von Teak City bist, darfst du den Zinnturm nicht betreten. Also nur für Erwachsene anscheinend, okay? Weil ja, glaube ich, noch... Das ist auch recht merkwürdig. Wieso? Du versuchst an den Mann vorbeizukommen, der dir andauernd in den Weg stellt, und erst wenn du ihn fragst, ey, was ist los, sagt er dir, dass du einen Orden brauchst. Was ist los, Kerle? Ich denke mal, was passiert in Real Life? Du versuchst an jemanden vorbeizulaufen und der geht genau in den Weg. Vor allem, das könnte ja in dem Fall, um mal real zu bleiben hier, beweisen, dass du in dem Fall... Scheiße. Nein. Oh Gott. Weil damit wären wir wieder beim Thema Becher, ey. Nein! Aber du bist stärker, wenn du kommst hierher und legendäres Pokémon sein soll, fangen zu toll können. Nicht so? Nicht passieren wird, weil ich fangen werde nämlich. Ich beste Trainer der Welt sein werde, also mir ein legendäres Pokémon zur Geschichte stünde. Mich nervt es egal, dass ständig, das Schwächling ständig so wie du auftaucht. Scheiße, ich hätte... Punkt. Nein! Oh Gott, das ist kaputt, Junge. Bösi, was macht er? Warum hat der schon Bösi eine entwickelte Version von meinem? Das finde ich nicht korrekt. Kampf der Giganten. Definitiv, ey. Nein, nicht von... Doch. Boah. Das war jetzt eigentlich nicht so geplant. Eigentlich wollte ich hier nur kurz einschläfern und dann wechseln, weißt du? Und dann seinen komischen... Was hat er jetzt? Hier, Kanimani oder Tyrakrok da mal schön... mit Fluch zu bedingsen, aber... Naja, ich komme damit klar. Ein Handicap steht mir auch gut zu Gesicht. Deswegen bin ich auch bei Facebook. Oh nein. Ich erinnere mich übrigens noch. Kurz hier aus dem Nähkästchen, ne? Als wir hier eine Runde LOL gespielt haben, da war ich irgendwie... irgendwas hat ja nicht mit mir gestimmt, dass dann viele sagen, ach nee, das tut's nie. Stimmt. Aber da hat irgendwas mit nicht mit mir gestimmt und da hatte ich irgendwie auch Reis in der Mitte, ne? Und das Reis in der Mitte? Naja, und dann hab ich ja gesagt, das wird eine Elektro... zu trinken? Auf jeden Fall, ich habe mal schön zu Wein verarbeitet. Auf jeden Fall habe ich dann eben gemeint, das wird eine elektrisierende Erfahrung in der Mitte. Und da hast du mit so einem grinsenden Gesicht eben auch gemeint, kannst du mal aufhören? Irgendwie ist mir das im Gesegnis hängen geblieben. Double Level Up! Was hat das mit Facebook zu tun? Gar nichts. So. Und dann habe ich mir jetzt auch gedacht, oh, weißt du, was ich mir da gedacht habe? Oder was du dir wahrscheinlich gedacht hast? Genau das hier. Na? Schließt du? Bist du jetzt wieder ein bisschen leiser geworden, kann das sein? Nee. Doch, ein bisschen. Ehrlich? Ja. Aber hallo. Lauter. Okay. Okay, never mind. Use assets. So, ja doch, jetzt ist es besser, auf jeden Fall. Warte mal. Hier, nehmen wir unseren Mr. Bat, das ist das Einzige, was in dem Fall nicht direkt gehornhittet werden kann von dem Vieh. So, Test. Ja, das ist großartig. Wunderbar. So, einen Fluch belegt haben wir haben den schlafen gelegt, das ist doch wunderbar. Schöne Träume, mein Sohn. Moin Tag. ich habe in dem Fall ein gutes Gefühl in meiner... Sag ich nicht was. Zwille. Besten Tasche. Nee, Zwille. Zwille ist besser, weil da kann man sich schön aussuchen, wo dieses Körperteil ist, weißt du? Und da kann in dem Fall auch keiner was anhängen. Zum Beispiel, mein Sohn hat heute deine LP geschaut. Wenn du das nicht sofort runternimmst, werde ich von dir bei YouTube flaggen. Ja, mach das mal. Die Zwille kann ich da auch noch umsonst ziehen, keine Sorge. Man darf doch wohl Urin auf YouTube sagen, oder? Vor allem, wenn es ein Aquaknarre ist, ne? So, aber manchmal pisst mich eine Aquaknarre wirklich an, muss ich sagen. So, zwei haben wir noch. Das ist... das ist ein Fall für unsere Schokolade, glaube ich, hier, dieses Magnetilo. Denn, ne, wie jeder weiß, können wir Metall ganz leicht zum Schmelzen bringen, liebe Freunde. Und da brennt es. Gibt's da nicht irgendeinen schlechten Song davon? Wie, was? So, von wegen mein Herz zum Schmelzen bringen? Nein. Ich bin mir sicher, da gibt's einen. Falls es irgendeiner wissen sollte, ab in die Comments, damit ich recht habe. Und damit ich mich auch gut fühlen kann, logischerweise. Es gibt ja relativ selten Erfolgserlebnisse, in der ich mich in dem Fall dann auch drüber freuen kann.
Wäre es nicht cool, wenn man die Pokémon von anderen Leuten fangen könnte? Es wäre cool, wenn man die Pokémon von anderen Leuten fangen könnte, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich meine, es wäre auch bestimmt ein bisschen zu lang. Warum gibt es dieses Feature nicht? Das wäre ein bisschen zu leicht vielleicht auch an manchen Stellen, weißt du? Wobei, bei solchen Typen, die hätten es eigentlich verdient, ne? Oder bei Rocket-Rüpeln auch. Ja, eben, deswegen. Na, da hätte ich nicht. Aber ich glaube, die Macher von Pokémon wollten einfach nicht suggerieren. Suggestieren. andeuten. Das Clown gut ist. Ich glaube, du hast früher mal bei Word als Thesaurus gearbeitet, oder? Ja, so ist Schwächlinge gegen wie dich anzutreten. Es keine Herausforderung ist. Egal, ach. Nicht fähig, du sowieso nicht wärst, legendäres Pokémon fangen zu. Der hat ein kleines Sprachproblem.